Hallo meine Lieben, hier ist das Video Nummer 2 und hier wollte ich euch gerne zeigen, was ich denn mit diesem Bouncing Putty gemacht habe, do it yourself, mit der Flummi-Masse. Und jo, meine Sugar Scullies. Zu dem Bild gibt's viel zu erzählen. Wer meine älteren Videos kennt, weiß, ich habe mal diesen Hintergrund gestaltet. Und zwar ist das Neongrün mit Neongelb. Und ich wusste nicht, was macht man da drauf, weil ist schwierig. Ne? Ja, und dann ist mir irgendwann eingefallen, ich will Totenköpfe drauf machen. Einfach nur die Totenköpfe habe ich mal draufgelegt. Ja, und dann war mir das zu farblos irgendwie. Und ja, wo habe ich das gesehen? Bei Susanne Nielsen. Die Sugar Scullies. Ich finde die ja auch so toll, aber. Und ich habe auch im Internet nochmal nachgeguckt, weil ich war noch nicht zufrieden. Ich musste die noch vollenden und. Natürlich hier mein weißer Sugar Scully, der hat noch keine, also nichts da drinne, weil da haben keine Blumen reingepasst. So, hier sind ja Blumen drinne, da auch. Das war der erste, den ich gemacht habe. Dann den finde ich am geilsten irgendwie jetzt doch. Und dann den. Ja, und dann hatte ich die so fertig und dann habe ich hier. Warte mal, wo ist denn mein, da, meine, ich habe Blumen gesucht, meistens gebe ich die Blumen ja immer weg, auch in Päckchen, da habe ich diese Girlande hier gefunden, in mein Sammelsurium, und die habe ich dann da so hintergeklebt, und das passt super, da kann ich noch einige Sugar Scullies von machen, weil dieses Bild kommt heute auf den Markt und ist schon wieder weg, ja. Das bekommt meine beste Freundin aus Deutschland. Also ich habe eine beste Freundin in Kanada und eine beste Freundin in Deutschland und die bekommt das, die hängt das in ihren Wohnwagen, weil sie steht auf Totenköpfe. Hallo Jasmin, hab dich lieb und ich freue mich, dass du das Bild haben möchtest und dass dir das gefällt und ich kann mir ja immer ein neues machen, ne? Ich finde das toll, dann habe ich mich in deinen Wohnwagen verewigt. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß damit, wenn du das bekommst. Dann treffen wir uns, weil sie wohnt auf dem Land, ich wohne in der Stadt. Und dann treffen wir uns und grillen schön oder sabbeln schön. Genau. Sie bekommt das. Auf jeden Fall, ich wollte jetzt hier nicht abschweifen. Ja, ihr seht ja, wie ich die Blumen gerade hergestellt habe. Und dann habe ich gedacht, klebt die doch mal irgendwie da drauf. Und ja, das ist dann dabei rausgekommen. Und Sugar Scullies haben ja auch immer diese Schnörkel im Gesicht. Aber die haben ins Gesicht nicht mehr gepasst. Deswegen habe ich die hier drauf geklebt. Und ich finde, das passt auch ganz gut. Jo. Ich finde das toll. Man muss die ja auch jetzt nicht auf den Bilderrahmen kleben. Man kann die ja auch so ein hier Gebaumsel dran machen und dann irgendwo hinhängen, kann man ja auch machen, ne? Das will ich vielleicht mal als nächstes probieren. Aber ich kann euch sagen, liebe Leute, ich werde noch ein paar Sugar Scullies machen, vor allen Dingen jetzt, dieses Bild ist ja weg, also muss ich ja extra für mich auch noch eins machen. Ne? Ja, das ist eigentlich, glaube ich, achso, und hier habe ich ledernes Pigment, also den Kopf, den habe ich nochmal angemalt, weil das ist Gips. Und lackiert habe ich den auch noch. Und die Zähne sind mit lila Pigment bepinselt, die Augen auch. Hier habe ich Silber genommen bei den beiden. Und auch noch ein bisschen lila dazu, damit man die Konturen besser sehen kann. Ja, das seht ihr ja, ne? Und hier auch noch, damit die Zähne besser zu sehen sind. Da habe ich das noch mit Pigment
pigmentiert. Ja, jetzt kommen hier oben noch zwei Löcher rein, dass sie das auch aufhängen kann. Dann mache ich da diese Brads rein. Ich habe die in sämtliche Farben. Dann mache ich da ein schönes Band dran und dann kann sie das in ihren Wohnwagen hängen. Und ich freue mich und sie freut sich. Und ja, das war jetzt, glaube ich, alles, was ich dazu zu sagen habe. Also ich finde es richtig, richtig toll geworden. Ich zeige euch das nochmal im Ganzen. Echt schön, oder? Ich finde es toll. Naja, gut, meine Lieben, das war mein Video Nummer 2 und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, tschüss.